Hi, ich bin die Michaela Kölbl und ich würde heute ganz gerne mal mit so ein paar ganz gängigen Verlademythen aufräumen. Die höre ich immer wieder. Und eins davon ist, Verladen ist extrem kompliziert. Und mir ist auch vollkommen klar, dass viele das glauben, weil sie das ja auch erlebt haben. Wenn ein Pferd Widerstand zeigt und die hier und da was probieren, es nicht funktioniert, vielleicht sogar über Jahre, dann muss man natürlich irgendwo davon ausgehen, dass das ein kompliziertes Ding ist. Also für viele ist Verladen dieses berühmte Buch mit sieben Siegeln. Aber wenn du diese gewissen Zusammenhänge verstehst, wo wirklich der Kern des Problems liegt und du auf einmal diesen roten Faden siehst, wo es wirklich darum geht, dann ist Verladen sehr, sehr leicht. Und es ist vielleicht komplex, ja, aber es ist nicht kompliziert. Und die Pferde, das ist das Schöne daran, das sind auch komplexe Wesen, aber die sind eigentlich sehr, sehr simpel gestrickt. Das heißt, je klarer, je direkter, je einfacher wir mit denen kommunizieren können, umso leichter können die uns verstehen, umso schneller sind diese Verladeprobleme gelöst. Also merkt ihr ja nur, Verladen ist leicht, wenn du weißt, worum es geht, wenn du die Prinzipien verstanden hast. Zweiter Mythos, der hat sich auch so ziemlich verankert, das ist: Mein Pferd stellt sich nur an. Und das heißt, dem Pferd wird im Prinzip vorsätzliches Verhalten unterstellt. Wenn es sich also verweigert, dann geht man ja im Prinzip davon aus, dass das Pferd morgens aufgestanden ist, um seinen Besitzer oder seine Besitzerin mal ordentlich zu ärgern. Pferde können sich nicht anstellen, die können nur reagieren. Und alles, was das Pferd macht, egal was es ist, ob es auf zwei Beinen steht, sich losreißt, blockiert, egal was es macht, ob es tritt, es hat einen Grund, warum es das tut. Und es geht nicht darum, das Pferd dann zu bestrafen oder zu bemuttern, zu beschwichtigen, was auch immer. Es geht darum, dem Pferd zu helfen, dass es in diese Reaktion nicht mehr kommt. Also anstellen, das Pferd kann sich nicht anstellen, es kann nur reagieren. Dritter Mythos, und das ist wirklich ein Mega-Klassiker, den höre ich immer wieder auch von hochintelligenten Menschen, der ist auch aus den Köpfen der Leute nicht gut rauszukriegen. Und zwar, mein Pferd darf niemals gewinnen. Bezogen auf das Verladen heißt das so viel wie: Sorg dafür, dass du den verladen kriegst, und wenn das nicht funktioniert, dann hat er gewonnen. Und beim nächsten Mal, dann merkt er sich das und dann geht das gar nicht mehr. Und das bringt dann manche Menschen dazu, auch sehr ja, sanfte Menschen, dass die da sehr, sehr viel Aggression reinlegen, sehr viel Gewalt, weil die Angst haben, dass das Pferd gewinnen könnte. Das Ding ist, Pferde haben kein Konzept von Gewinnen und Verlieren. Das Einzige, was sie interessiert, ist, ob du in der Lage bist, dem Pferd Sicherheit zu geben, wo sie sich entspannen können. Was wir im Prinzip möchten am Ende, dass es eine Win-Win-Situation für uns alle ist, fürs Pferd, für uns, und alle sind happy. Also vergiss bitte dieses Gewinnen-Verlieren-Konzept. Da haben Pferde, das ist nicht auf deren Plan. Arbeite so, dass dein Pferd dich versteht und alles wird leicht. Also das waren so die großen Mythen, mit denen ich in Kontakt komme. Es gibt sicherlich noch viele, viele andere, aber das waren die wichtigsten, die ich sehr, sehr gerne mit dir teilen möchte. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen auch erkannt. Also stell sie einfach mal in Frage und dann wird alles viel, viel leichter. Und ich meine nicht nur das Verladen. Bis dann.